Die Action, die ist heute hier in Vorarlberg. Schönen guten Abend auch von der Kommentatorposition. Glauben wir den Geschichtsbüchern, dann erleben wir heute zwei Dinge ziemlich sicher nicht. Zum ersten ein 0:0 und zum zweiten einen Auswärtssieg. Warum? Die Bundesliga-Historie weist uns 4 Duelle Altach gegen Rapid aus. Dabei gab es zumindest 3 Tore in jedem Spiel und am Ende da jubelte immer die jeweilige Heimmannschaft. Und noch ein Fakt gefällig, Rapid bei aller Liebe, dritte Runde UEFA Cup, es geht dahin. Auswärts hat Peter Packholts Team in dieser Saison noch nicht gewonnen. Und Altach hat im gesamten Kalenderjahr 2007 noch nie zu Null gespielt. Also freuen wir uns auf einen unterhaltsamen Fußballabend. Manni Bender hat gesagt, er stellt nicht nach Sympathiewerten auf, sondern nach Leistung. Ich denke, ein kleines Wörtchen hat da auch der Vereinsarzt mitzureden. Viele Verletzte, daher die gleiche Startelf wie am vergangenen Sonntag beim ersten Saisonsieg gegen Innsbruck. Das heißt weiterhin mit Andreas Michel im Tor, weiterhin mit Roland Kirchler, der wird in 2 Monaten 37 im defensiven Mittelfeld, und weiterhin mit Oliver Matle als einziger Sturmspitze, hinter ihm der Doppeltorschütze vom Sonntag, Carsten Hutwelker. Also wenn Hertha Rapid mit Geld zuschüttet, ob er es will oder nicht, dann werden sie Willi Kablak wohl ziehen lassen müssen. Peter Parkholt und Co. Die Entscheidung liegt sicher bei Rudolf Edlinger. Und auch Bayer, auch Parkholt hat nichts verändert gegenüber der Mannschaft, die in Kasan begonnen hat. Das heißt wieder 4,5 Verteidiger. Die defensivere Variante mit Markus Katzer statt wie mit Korkmaz im linken Mittelfeld. Andreas Dober als rechter Außenverteidiger, ein Mann mit Altach-Vergangenheit, hier beim bislang letzten Duell im Mai auch ungerechtfertigt vom Platz geflogen. Und vorne neben Mate Bilic bekommt Mario Basiner, der noch nicht wirklich so in dieser Saison angekommen ist, eine weitere Chance. In Runde 5 der Vorsaison hat der SC Rheindorf Altach hier seine ersten Bundesliga-Punkte eingefahren, und zwar mit einem 4:1-Sieg gegen Sturm Graz. Ganze 2 Spieler aus der damaligen Startelf sind heute noch mit dabei. Und der Schiedsrichter dieser Partie war Thomas Bramer. Der Herr Doktor aus Oberösterreich, Rechtsanwalt, hat damals sein Bundesliga-Debüt gegeben. Und jetzt Achtung, Lauschangriff mit der Seitenwahl. Erster kleiner Erfolg für den Altacher Kapitän Kai Šopić. Er hat die Seitenwahl gewonnen und damit bleiben die Teams auf den jeweiligen Positionen stehen. Wir werfen einen kurzen Blick auf die Ergänzungsspieler. Ja, bei Altach schon so etwas wie das letzte Aufgebot. Modo Jane wird wahrscheinlich in der Schlussphase kommen, und bei Rapid 23 Helden. Ersatztorhüter Luxe, Kablak und Hoffer zum ersten Mal wieder in der Bundesliga im Kader. Mit Mario Sara ja ein weiterer Ex-Altach. Also Seitenwahlgewinn für die Heimischen, das heißt Rapid, das auch heute hier im Heimdress in Grün und Weiß antreten darf, in der ersten Hälfte von rechts nach links mit dem Anstoß. Nochmal schnell durchgezählt, Herr Doktor. Er macht heute sein 10. Bundesligaspiel. Und? Bitte. Kurzes Signal gab es da noch vom 4. Schiedsrichter, von Andreas Rothmann, aber jetzt läuft die Partie. Jetzt rollt der Ball Mario Tokic auf seinen Kumpel Basiner, Heikkinen mit dem Versuch, Bilic einzusetzen. Wolter. Ah, elegant an Katzer vorbei. Erstmals Carsten Hutwelker. Mario Tokic mit der Sicherheitsvariante. Kein Foulspiel von Schmidt. Aber dann vertändelt er den Ball Patoka. Ja, da wird es sehr eng für die Grünen. Hutwelker, Katzer mit der Fußspitze dazwischen. Erstmals
Steffen Hofmann, der überragende Rapidler in den ersten Saisonspielen. Auch wenn er bei der Niederlage in Mattersburg nicht ganz an seine tollen Vorstellungen, speziell in den Heimspielen gegen Innsbruck, gegen Bratislava und gegen Kasan anknüpfen konnte. Hofmann, das erste Mal umgetreten von Alexander Guem. Kapitän Martin Hieden. Dober. Und das nächste Foul an Steffen Hofmann. Ja, auf den wird hingetreten, dass es eine Freude ist. Zu seinem Glück gibt es ja die Admira nicht mehr in der Bundesliga. Aber die Minenfelder sind überall. Bilic zieht da im Kopfballduell mit Fernando Careno den Kürzeren. Moskovic wollte durchstecken auf Katza. Also Rapid bemüht, hier so etwas wie Direktspiel zu betreiben, allerdings die Altacher mit einem recht forschen Vorchecking in den Anfangsminuten. Bilic diesmal gegen Pablo Chinchilla und auch dieses Duell geht an den Altacher. Da hat sich Matle mit unlauteren Mitteln einen Vorteil im Luftkampf verschafft. Also nach Fouls führt der SC Rheindorf Altach nach 3 Minuten schon mit 3:0. Jetzt dieses Querspielen, eine Einladung für die Vorarlberger, richtig drauf zu gehen. Und erneut Kopfballduell Bilic gegen Careno und der Uruguayaner Sieger. Aber jetzt Kontermöglichkeit, Basina auf Bilic, müsste Abschluss geben und so ist es auch. Gutes Abwehrverhalten hier von Mario Bolter. Wir schauen noch mal genau hin. Ja, da war die rechte Fußspitze von Mate Bilic zuletzt am Ball. Ja, hinten. Nicht anzusehen, Urke für Kirchler und dann schenkt Pablo Chinchilla Rapid den Ball zurück. Aber Grün-Weiß hier mit ähnlichem Auftreten wie der Anfangsphase in Kasan, erstmal schön ruhig abwarten. Wenn sich vorhin die Möglichkeit ergibt, das Direktspiel suchen, den Pass in die Spitze, das war einer in die Ferse, Kai Šopić. Einwurf Rapid, auch wenn es der Altacher Kapitän nicht wahrhaben will. Für mich im Übrigen Kai Šopić, einer der meist unterschätzten Fußballer in der T-Mobile-Bundesliga. Und das war kein Foul von Dober. Gut gesehen von Thomas Brammer. Martin Hieden jagt den Ball mal in die Prärie. Nie war der Ausdruck ein erstes Abt
Tasten so aktuell wie in diesen 6 Anfangsminuten. Diesmal aufgestützt vom Rapid-Kapitän Christos Altach. Für den Direktschuss wahrscheinlich zu weit, das sind über 30 Meter. Aber wer weiß, Carsten Hutwelker hat schon einen, allerdings aus nicht ganz so großer Entfernung, versenkt bei der 1-4-Auftaktniederlage in Salzburg. Und auch Kai Schopic hat einen schönen Bums aus der Distanz. Aber das ist eher was für einen Rechtsfuß, oder? Nix da, Schopic mit Gefühl. Die Diba lässt grüßen. Ein Hybrid aus Torschuss und Flanke. Ach, da hat Basina nur auf den Ball geschaut und den heranhalten Bilic nicht gesehen. Aber für Mario Basina wäre das vielleicht ein interessantes Spiel, denn die Abwehrspieler von Manfred Bender sind nicht unbedingt die schnellsten, wirken manchmal doch ziemlich behäbig, auch wenn sie sehr tolle Zweikampfwerte in der Premiere-Statistik aufweisen. Das gilt vor allem für die beiden Innenverteidiger. Einer davon, Chinchilla, hier mit sehr robustem Einsatz. Gut, jetzt geht Stefan Klingmaul mit nach vorne. Verzögert geschickt. Ja, und dann muss Schopic mit dem schwächeren rechten Fuß ran und das ist schief gegangen. Hätte sich vielleicht auch eher der Pass auf Roland Kirchler angeboten. Wieder Schopic. Ja, da ist Hutwelker und das waren jetzt ungefähr 16 Meter am Tor vorbei. Eigentlich ist die von Ihnen aus gesehen linke Bank die Heimbank des SC Rheindorf-Altach, aber wie schon am vergangenen Sonntag hat Manni Bender mit den Seinen heute auf der rechten Bank Platz genommen. Der Terror der Gastfans ist ihm wohl zu viel. Und mit Terror meine ich jetzt nur die Lautstärke. Sowohl der Innsbrucker am Sonntag als auch der Wiener am heutigen Abend. Um etwaigen Missverständnissen vorzubeugen. Heikkinen. Boskovic zum zweiten Mal Gurke für Roland Kirchler, aber zum zweiten Mal verbunden mit einem grün-weißen Ballverlust. Und der Heikkinen, der kann ein Zeck sein, kann sich richtig schön verbeißen in einen Gegenspieler, eben very British, hat nicht umsonst lange Zeit auf der Insel gespielt. Boskovic mit Ansage Richtung Tober, abgefangen von Schopic. Kirchler, es geht auch Polter rechts mit, aber Kirchler will gleich Manuel Schmidt anspielen, gut antizipiert von Jürgen Patoka. Ja, Polter etwas benommen, aber schon wieder auf den Beinen, Katzer. Also die Variante mit ihm links im Mittelfeld gut und schön, das hat er seinerzeit bei der Admira auch gut gemacht, aber damit fehlen natürlich diese brandgefährlichen Flankenläufe eines Ümit Korkmaz auf der linken Angriffsseite von Rapid.
Jetzt haben Polter und Schmidt die Plätze getauscht. Schmidt augenblicklich als rechtes Glied der Viererabwehrkette. Und jetzt gleich Auge in Auge mal mit Katzer. Ja, guter Einsatz von Roland Kirchler. Sonntag hat er schon gesagt, gewöhnungsbedürftig diese neue Rolle, aber wenn es der Mannschaft hilft, am Sonntag gegen Innsbruck, gegen seine Tiroler, hat es geholfen. Schopic, Duell der 23er, und dann recht resolut gelöst von Dober. Den kann er, den Haken von links auf rechts. Aber da sind zu wenige Altacher im gegnerischen Strafraum für diese Flankenbälle. Meist klare Überzahl von Rapid. Es gibt die erste gelbe Karte der Partie nach 12 Minuten. Getroffen ist Alexander Guem. Er ist damit der erste Altacher in dieser Saison, der zum zweiten Mal gelb sieht. Und wieder mal Steffen Hofmann zu Fall gebracht. Spielerisch kaum Akzente vom Deutschen, weil sobald er den Ball hat, wird er hautnah bedrängt, manchmal auch zu hautnah. Sie stehen ihm dann regelrecht auf den Zehen, die Gelb-Schwarzen. Michels erste Bewährungsprobe, gut gelöst. Welker mit Platz, dann ist der Ball auf diesen Krautacker wieder mal unglücklich versprungen und daher kam Hutwelker nicht mehr zum Abschluss. Wasinar und Katzak drüben ganz frei. Na, da hätte er vielleicht einmal in die Höhe hüpfen können, dann wäre dieser Ball trotzdem noch anzunehmen gewesen. Die ersten Unstimmigkeiten in der Altacher Abwehr. Manuel Schmidt und Fernando Carreño haben da, Carreño haben hier ein Wortduell bestritten nach diesem Foulspiel an Bilic. Steffen Hofmann, der Top-Vorbereiter der vergangenen Saison. Ein wenig zu nah zum 5-Meter-Raum. Kurz Resümee nach 15 Minuten. Klare Ballbesitzvorteile für die Gäste. Rapid gewinnt mehr Zweikämpfe, aber das Resultat oben spricht nicht unbedingt für die Gastmannschaft. Auch noch wirklich keine klare Torchance. Das beruht allerdings aus Altacher Sicht auf Gegenseitigkeit. Heikkinen. Ja, was soll Hofmann machen? Da ist keiner anspielbar. Das Rapidspiel steht mittlerweile in der Vorwärtsbewegung. Einer hat den Ball, alle anderen schauen bewundernd zu.
Polter mit einem eleganten Pass in die Spitze auf Stefan Kling. Kling wieder mit diesem Haken von links auf rechts und da war sie, die erste Top-Chance der Partie. Die hat er ausgerechnet, ein Verteidiger. Schauen Sie auf diesen Paradehaken von Kling. Hier. Allerdings dann der Abschluss doch aus der Abteilung. Kinderfreundeschuss. Die Entscheidung Stürmerfoul. Wieder mal im Duell der beiden 23er pro Andreas Dober gegen Kajopic. Ja, da war der Ball schon ziemlich weit weg. Aber Kajopic trägt nicht ohne Grund die Kapitänsschleife, ist damit der Nachfolger der Legende Schnellrieder. Der ist unglaublich viel unterwegs, wechselt auch oft die Seite, kommt auch über die Mitte, ist beidbeinig, obwohl der rechte nicht sein wirklich starker Fuß ist. Und vor allem ist da einer, der keinen Zweikampf scheut. Das verwirre den Katzerspiel hat Manni Bender von neuem gestartet. Jetzt spielt wieder Polter, rechter Außenverteidiger, und Schmidt wieder im Mittelfeld. Da ist Polter gegen Katzer, aber da setzt sich der Teamspieler durch. Eikinen. Da, Hofmann. Guter Schuss. Gut pariert. Von Misi. Musste ja schon drei Weitschüsse passieren lassen in dieser Saison. Zwei Gegentore dazu noch verschuldet, also massive Kritik am Neo-Einser-Torhüter der Altacher. Es gipfelt die Publikumsbeschimpfungen in der Anfangsphase des Innsbruck-Spiels. Jetzt klappt auch das Einfachste nicht mehr beim Rekordmeister, das Herausspielen von hinten. Manni Bender im Legendengespräch mit Roland Kirchler. Das Beach. Hofmann Richtung Basina, Michel rechtzeitig heraus. Ja, Oliver Mattle als vereinsamte Sturmspitze hat und für sich eine gute Idee, den Ball so prallen zu lassen mit dem Kopf, allerdings nur dann, wenn ein Stürmerkollege mit auf dem Platz ist. In diesem Fall war keiner der Mittelfeldspieler nachgeregt. Katzer, naja, auch nicht mit seinem Arbeiterfuß. Wenn ich mir das jetzt so 20 Minuten ansehe, liebe Fußballfreunde, das Spiel ohne Ball gefällt mir bei den Altachern etwas besser. Ja, mit Ball wird schon schwieriger. Katzer. Moskovic, aber sofort zwei am Ball führenden Rapidler drauf. Schmidt gegen Batoka, den schüttelt er ab. In der Mitte Matley, aber den zieht er nicht. Kirchler! Der Ball hat das Stadion verlassen. Das war ein guter Antritt von Manuel Schmidt. Da war kurz der Passweg in die Mitte auf Matley offen, aber dann doch das Spiel in den Rückraum und Kirchler, naja, warum denn nicht?
Den Ball konnte Kling nicht mehr im Spiel halten. Ist da drüben jetzt auch nicht einfach. Tiefstehende Sonne. Sie sehen es auch auf dem Spielfeld. Licht und Schatten wechseln ab. Da kann es für einen Fußballer schon mal so sein wie für einen Ski-Weltcup-Abfahrtsläufer. Doppelpass mit Heikkinen, dann Doppelpassversuch mit Hudwelker. Ja, Schmidt schüttelt wieder Patoka ab. Und dann hält Martin Hieden heldenhaft seinem Ende der letzten Saison so malträtierten Kiefer hin. Aber ich kann Sie beruhigen, mittlerweile kann er schon wieder reichlich feste Nahrung zu sich nehmen, der Rapid-Kapitän. Wieder Hudwelker und Šopić beim Ball. Diesmal wird der Deutsche die Kugel in den Strafraum zirkeln. Der ist gut und war für Helge Payer gar nicht mal so einfach, denn da sind einige vor ihm hochgestiegen, aber keiner war mehr dran. In bester Mani-Bender-Manier geschnibbelt. Eine weitere Entscheidung, die das Altacher Publikum nicht so zur Kenntnis nehmen will. Foulspiel von Pablo Cincia. Und zwar an Mario Basina. Ah ja, 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 mit dem Fuß trifft er ihn da im Genick. Keine Absicht, aber schmerzhaft für den Kroaten. Jetzt tritt zum ersten Mal der Rapid-Masseur Wolfgang der Eiserne frei in Aktion. Und der Doktor ist auch gleich dabei. Na, wieder eine ganz interessante Freistoßsituation für Steffen Hofmann. Wie hätte Heinz Brüller gesagt, relativ sehr, sehr interessant. Der Eiserne mit Eis. Aber es geht weiter für Mario Basina in Kürze. Ja, Bilic löst sich vom Bolter. Jetzt viel Platz für Katza. Was macht er draus? Immer wieder dieses zur Mitte ziehen. Rechts dauert es eine halbe Ewigkeit, bis Dober mitkommt. Basina im Übrigen diesen Augenblick aufs Spielfeld zurückgekehrt. Da ist er schon wieder. Ja, Heikkinen und Gelb-Schwarzen haben ihre Menschenmauer im Mittelfeld schon wieder aufgebaut, aber so kann man die umgehen. Schönes Direktspiel, und wenn man selbst nicht zum Abschluss kommt, kann das schon mal der Gegner übernehmen. Allerdings Stefan King hier weit entfernt von einem Eigentor. Heumarkt-Atmosphäre nahe der Cornerfahne. Manuel Schmidt als Wrestler im Zweikampf mit Bilic, und Rapid bekommt den Freistoß. Natürlich Hofmann. Ah, das war keine schlechte Abwehr von Andreas Michel, allerdings auch eine Top-Torchance für Basina. Gegenzug läuft. Patoka, was für ein Patzer! Da ist Hudwelker und da ist Helge Payer.
Dieser Carsten Hutwelker, zweimal bis jetzt in der Startelf, beide Male hat er getroffen, zuletzt sogar doppelt. Und jetzt macht Helge Payer diese Chance auf Hutwelkers vierten Saisontreffer zunichte. Kurz mal aufgeschaut, aber dann wird der Winkel auch schon etwas spitz. Payer hat lange und gut gewartet. Erste Ecke. Šopić. Diesmal Häkkinen. Zweikampfsieger in der Luft. Oh, Polter, sehr rustikal gegen den eben noch angeschlagenen Basiner. Hofmann. Alleine wie hier Schmid schon das rechte Bein ausgefahren hat und Gottlob Hofmann da nicht getroffen hat, das ist schon im Grenzbereich. Da im rechten Moment noch zurückgezogen. Insgesamt 10 Fouls, 4 davon an Steffen Hofmann. Also offenbar heißt das Altacher Erfolgsrezept Hofmann aus dem Spiel nehmen, aber das kann man einfach nicht über 90 Minuten, außer man bricht ihm nach einer halben Stunde einen Knochen. Und auch davon waren die Altacher manchmal nicht ganz weit entfernt. Das ist zu weit für Hofmann. Macht das Mate Bilic oder Dober? Schaut nach Bilic aus. Und dann Hofmann an der Strafraumgrenze entscheidend gestört. Und Michel ganz souverän, allerdings Fleißabgabe. Abseits war schon angezeigt. Und die Entscheidung war hauchdünn, aber sie war richtig. Kompliment an den Herrn da drüben, an Manuel Schuttengruber, Träger eines berühmten Namens. Vater Manfred, lange Zeit Bundesliga-Referee. Wird es freuen, dass der Sohnemann jetzt auch in der Bundesliga an der Linie gute Figur macht. Rapid hat in dieser Saison noch kein Gegentor aus einer Standardsituation erhalten. Was passiert jetzt? Hutwelker. Koskovic mit einer Kopfkerze und dann im Zweifelsfall für die verteidigende Mannschaft nach diesem Zweikampf von Roland Kirchler mit Jürgen Patoka. Bilic. Also da wollte er unbedingt das Foul schinden. Da hat Guem den Allerwertesten nicht wirklich rausgestreckt. Jetzt das erste Missverständnis zwischen Katzer und Kokic. Kann Oliver Matle davon profitieren? Hutwelker. Die Antwort, nein. Aber der will es wissen. Der nützt hier auch jede Gelegenheit zum Torschuss. Und ist im zarten Alter von 35 sicherlich eine Bereicherung für den SC Cashpoint Altach. Minuten gespielt, zu null, Manfred Bender. Er sieht mehr als 9 Augen. Oder sogar 10. Hofmann, ah, der ist gut für Bilic. Aber Polter noch entscheidend dran, so konnte Bilic den Ball nicht mehr allzu viel Druck geben beim Kopfball.
nächste Kerzlein. Dabei scheint doch noch so schön die Sonne über dem Schnabelholz. Spät, aber doch die Abseitsanzeige. Inke Basiner, vielleicht sogar auch Bilic, kann man da beim Abspiel aus dem Abseits nochmal hingeschaut. Ja, einer war es. Und zwar Bilic. Versetzter Cincia, aber auch dieser Weitschuss eine willkommene Konzentrationsübung für Andreas Michl. Da hat er völlig freie Sicht. Aber zumindest wieder mal ein sportliches Lebenszeichen von Mario Basiner. Gegen Doba. Und jetzt reklamieren sie 11 Meter und sie bekommen ihn, die Altacher. Gibt wohl gelb obendrein für Markus Katzer. Manuel Schmidt, der Spezialist für Ringkämpfe. Sowohl defensiv als auch offensiv. Schauen Sie auf den unteren Bildrand. Katzer hängt sich ein bei Schmidt. Ja, zieht ihn dann schon ein wenig nach unten. Geht in die Richtung halb Zoger hin, halb Sanker hin. Tatsachenentscheidung vertretbar. 11 Meter Altach. Saisontor Nummer 4, Hutwelker, Fragezeichen. Kirchler! Bleibt dabei, kein Gegentor Rapid aus einer Standardsituation und der Held von Kasan bewahrt den Rekordmeister hier vor einem Rückstand. Wartet auch hier ganz lange und der war ganz schlecht geschossen von Carsten Hutwelker, fast Mitte Tor, halb hoch, ein Fressen für einen Klasse-Torhüter. Aber den Abpraller, den hätte Roland Kirchler gut und gerne versenken können. Hofmann mit den meisten Ballkontakten aller Spieler auf dem Platz und mit großem Einsatz, wie gewohnt. Schuttengrubers Fahne wieder mal gen Himmel gestreckt, das heißt abseits, niedergesetzt, Zocki. Ja, da gibt es keine zwei Meinungen. Bilic beim Abspiel gut und gerne 3 Meter in Abseitsposition. Das nächste Foul an Steffen Hofmann. Und jetzt hat auch er eine ins Genick bekommen. Und da Taten sind genug vollbracht, jetzt werden wohl Worte gewechselt. Jetzt will Steffen Hofmann die Attacken nicht mehr kommentarlos hinnehmen. Cincia mit dem linken Ellbogen im Genick des Rapid-Spielmachers. Foulspiel. Patoka, da war er einfach zu spät dran. Oh, Alexander Guem
packt die Trickkiste aus und gleich wieder ein. Hofmann wird noch immer behandelt an der Seitenlinie. Jetzt kommt Bilic über diese rechte Flanke und flankt dorthin, wo er vielleicht selber hätte stehen sollen. Hofmann wieder im Spiel. Katzer auf Patoka. Hofmann auf Basina, zurück auf Hofmann. Auch der geschnibbelt, aber auch der Mitte Tor. Also ein dritter Torschuss in dieser Partie. Positive Zweikampfbilanz. Steffen Hofmann auch heute, obwohl sie ihn hier ziemlich abklopfen, die bestimmende Figur im Spiel des Rekordmeisters. Mit. Ah, Šopić lässt sich auf ein Tänzchen mit Häkkinen ein, war gar nicht mal so schlecht. Und dann fälscht Martin Hieden den Schuss zur Ecke ab. Auf Zweikämpfe mit Dober will er sich wohl eher nicht mehr einlassen. Denn da hat er bis auf einen alle verloren, der gute Kai Šopić. Deshalb holt dieser Haken nach innen. Zweite Ecke Altach, getreten von Hudwecker. Kniehöhe von Manuel Schmidt, zweite Chance für Hudwelka, da ist Cicia, da ist aber auch Bayer. Und Hofmann kurbelt da, 40 Meter lang, wird wieder gestoßen von Polter. Vorteil entscheidet Dr. Brammer. Und aus diesem Vorteil macht Mate Bilic herzlich wenig. Jetzt hat Steffen Hofmann langsam genug. Schauen Sie ihn, nach dem Abspiel bekommt er da das Knie von Polter noch hinten drauf. Irgendwann langt's ihm. Wechselpass Šopić auf Schmidt angekommen. Polter Hudwelka versucht sich da zu lösen von Tokic, das gelingt ihm ganz und gar nicht. Jetzt gibt es eine gelbe für Mario Polter. Etwas abseits des Geschehens passiert. Hat er gezogen und damit zieht er mit Guem gleich. Beide mit zwei Verwarnungen in dieser Saison. Die Altacher Rekordgelb. Markus Katzer, wo ist denn einer? Da kommt Basina. Das ist Boskovic. Jetzt geht es wieder von vorne los. Tokic auf Hieden. Schauen Sie den Oliver Mattle an, der macht da Kilometer um Kilometer. Allerdings größtenteils ohne Erfolg. Aus Carreño, der bis jetzt allerdings eine recht gute Figur gemacht hat in dieser Partie nach seiner grottenschlechten Vorstellung gegen Innsbruck. Ja, wieder das Kurzpassspiel an der Mittellinie, das Ganze in die Breite und schon ist die Kugel futsch. Wie auf Knopfdruck beginnen Kirchler und Co. dort an der Mittellinie den ballführenden Rapidspieler zu attackieren.
Mann auf Basiner. Es geht wieder durch die Mitte, es geht wieder über einen Weitschuss und der bringt wieder keinen Erfolg. Also Rapid größtenteils mit Weitschüssen in der Offensive operierend. Damit konnten sie Andreas Michel noch nicht vor unlösbare Probleme setzen, die Spieler von Peter Parkholt. Weiterhin klar die Dominanz von Rapid bei Ballbesitz und Zweikampfstatistik, aber punkto Torschüsse eigentlich Gleichstand. Und die besseren Chancen hatte eindeutig die Heimmannschaft. Mit den Händen weg vom Ringkampfgegner. Aber auch das hat Steffen Hofmann nicht allzu sehr gefallen. Immer wieder auch verbale Hinweise für den Schiedsrichter. Die versuchen, mich hier weich zu klopfen. Aber ich denke, Thomas Brammer hat das bisher alles recht gut im Griff. Und eine kurze Zeichensprache zwischen Thomas Brammer und seinem vierten Mann draußen an der Seitenlinie. Und wenn ich das richtig gedeutet habe, werden wir eine Minute Nachspielzeit obendrauf bekommen. Andreas Rothmann, ja, Daumen hoch. Er hat es mitbekommen. Die Halbzeit naht und Peter Parkholt schickt seine Flügeljungspunde Kavlak und Korkmaz, da unten tauchen sie im Bild auf, schon mal auf die Aufwärmrunde. Christian Thonhofer kommt aus seiner ersten schon zurück. Thonhofer ja in den ersten beiden Saisonspielen bei Parkholt als rechter Außenverteidiger gesetzt und dann mit dem gleichen Schicksal wie im Frühjahr. Immer auf der Bank. Ja, Carreño. Ein heißblütiger Bursche aus Uruguay, der auch schon mal verbal Dampf ablässt. Er hat 2 Jahre in der Schweiz gespielt, also sprachlich muss der sich hier nicht wirklich umgewöhnen. Patoka mal mit vorne und dann fällt Bilic, allerdings nicht unbedingt, weil ihm Schmidt da die Beine weggezogen hat. 40 Sekunden noch, nochmal Freistoß, Altach, Kai Šopić, Ball ist nicht gelegen, irgendwie kennen wir diese nicht korrekt abgespielten Altacher Freistöße nahe der Mittellinie ja seit Sonntag ganz genau, diesmal allerdings hat sich daraus keine Torchance und schon gar kein Treffer ergeben. Bender immer mit lautstarken Anweisungen für sein Rochaden-Team. Jetzt wieder Schmidt, Außenverteidiger Bolter wieder im Mittelfeld. Und der hat das kurzfristig zu offensiv angelegt für seinen Coach. Jetzt wird gar nichts mehr angelegt. Jetzt geht's in die Kabine.
46 Minuten Kampfspiel zwischen zwei taktisch sehr diszipliniert agierenden Teams. Die Frage war, wer macht den ersten gravierenden Fehler? Naja, die Altacher hatten zwei recht gute Möglichkeiten. Durch King und durch Hutwelka auf den Fuß und dann diese Riesenmöglichkeit bei Elfmeter. Durch diesen ganz schwach geschossenen Elfer von Hutwelka und vor allem durch den Nachschuss von der Nummer 8 von Roland Kirchler. Rapid, da wiederhole ich mich nur, mit Weitschüssen der Effizienz vor dem gegnerischen Tore nahe. Na, zum Elfer möchte ich noch sagen, Thomas Brammer hat auch bei seinem Debüt vor einem Jahr hier Elfer für Altach gegeben. Damals eine glatte Fehlentscheidung, damals allerdings auch nicht spielentscheidend, denn da stand schon 3-1 gegen Sturm Graz. Naja, Carsten Hutwelker, über den haben wir so viel gehört in unserer Vorberichterstattung und jetzt hat er uns aus so guten Möglichkeiten so wenig gezeigt. Jetzt steht er bei Gerhard Grabert. Die T-Mobile Bundesliga wird Ihnen präsentiert von Admiral Sportwetten. Zuletzt war er der große Goalgetter hier in Altach, Carsten Hutwelker. Warum haben Sie heute Ihre Goalgetter-Qualitäten noch in der Kabine gelassen? Stichwort Elfmeter, Stichwort Chance, 25. Minute. Ja, tut mir leid für die Mannschaft. Bis jetzt, glaube ich, ein offenes Spiel. Ausgeglichen und wenn man so eine Chance hat, muss man natürlich verwerten. Elfmeter ist leider so, der Schütze kann eigentlich nur verlieren. Aber ich habe mich sicher gefühlt, gerade nach dem Spiel gegen Tirol. Und ja, so ist es halt leider. Warum hat denn in dieser Situation beim Nachschuss dann noch mit Kirchler ein weiterer Routinier versagt vor dem Tor? Ja, keine Ahnung, da müssen wir Roland fragen. Vielleicht ist der Ball versprungen, ich weiß nicht. Fakt ist, ich muss ihn halt aus 11 Metern reinmachen. Was Schöneres gibt es eigentlich nicht. Und jetzt müssen wir halt in der zweiten Halbzeit nochmal 45 Minuten Gas geben. Ja, wie lautet denn die Devise jetzt in der zweiten Hälfte? Chancen waren ja da. Wie soll man die jetzt nutzen? Ja, einfach verwerten. Also ich denke, wie gesagt, es ist ein offenes Spiel. Rapid kommt eigentlich nur zu Weitschüssen. Und wir müssen halt weitermachen da, haben 45 Minuten Zeit, das entscheidende Tor zu machen. Und ich hoffe, dass uns das gelingt. Danke. Naja, und vielleicht ein bisschen mehr auch für das konstruktive Spiel beitragen, lieber Carsten Hutwelker. Die Ballbesitzstatistik, da die zweite Zeile von unten, spricht sowas von klar für Rapid. Allerdings Altach gewohnt schwach in dieser Kategorie. Im Schnitt 43% Ballbesitz pro Spiel. Rapid gewinnt weiterhin mehr Zweikämpfe. Und interessant bei den Torschüssen, je 10 und je 4 kamen von Carsten Hutwelker und Steffen Hofmann, der des Öfteren gefoult wurde. Daher die Altacher auch in dieser Kategorie überlegen. Das soll es mal von Ihrem Kommentator gewesen sein. Ich entlasse Sie in die Pausengestaltung von Thomas Druckeschitz und Andreas Herzog. Zurück in der Cashpoint Arena, 7100 Besucher in Erwartung der zweiten Spielhälfte und der tragische Held der Altacher aus den ersten 45 plus 1 Minuten wird in Hälfte 2 nicht mehr mittun können. Carsten Hutwelker jetzt schon ausgewechselt und jetzt gibt es ein recht beeindruckendes Bundesliga-Comeback. Bernd Winkler, in zwei Wochen feiert er seinen 28. Geburtstag. Zuletzt ein Schützling von Manni Bender in der Regionalliga Mitte bei Vöcklabruck. Darf zum ersten Mal nach langer Zeit wieder mal einen Bundesliga-Rasen betreten. 7 Spiele hat er insgesamt in der höchsten Spielklasse für Bregenz gemacht. Anstoß in Hälfte 2 für die Gelb-Schwarzen aus Altach. Und Bernd Winkler übernimmt die Position von Roland Kirchler im defensiven Mittelfeld. Der Rolli dafür jetzt etwas offensiver auf der Position von Carsten Hutwelker. Ein Wort noch zum Thema Kablak. Wieder mal der Beweis, dass sich Peter Backholt und Aldi Hörtnagel nicht immer einig sind. Und die ganze Sache relativiert eine Aussage von Hertha-Manager Dieter Hoeneß, der gemeint hat, Kablak ist einer von 7-8 interessanten Spielern für die Hertha. Heute ist er noch nicht so interessant für Peter Backholt, dass er an diesem Spiel teilnimmt. Erstes Foul, zweiten Hälfte begangen von Jürgen Patuka an Manuel Schmidt. Auch ein Duell, das diese Partie prägt. Wolter lässt Ball Ball sein. Kai Šopić wird von dort die Kugel mit links nach vorne treten.
Da ist Chinchilla. Und der war nicht von schlechten Großeltern. Das ist Fernando Carreño, aber ich denke, Pablo Chinchilla war da mit dem Kopf dran. So ist es. Bayer regungslos. Da haben 10 cm gefehlt zum zweiten Bundesligator des Pablo Chinchilla. Es wäre sein zweites mit dem Kopf gewesen. Interessanterweise auch damals ein Luftduell mit Jürgen Bartoka, denn das Tor hat er in Mattersburg erzielt. Dober auf dem Hosenboden, daher etwas mehr Platz für Kirchler. Kirchler, Payer rechtzeitig da. Und offensichtlich macht das dem alten Hautdegen Roland Kirchler jetzt etwas mehr Spaß, wenn er doch den einen oder anderen Schritt häufiger in die Offensive machen darf. Ja, schon elegant. Alterskollegen Martin Hieden ausgetanzt. Ah, aber dann ungenaues Abspiel auf Schmidt, aber der da läuft die Kugel noch. Ja. Gurkern haben wir schon einige gesehen am heutigen Abend. Diese Strafe wollte Patoka nicht so hinnehmen und hat sich da mit einem Foul an Schmidt revanchiert. Und erneut wird Kai Šopić den Ball hier hoch in den Rapid-Strafraum schlagen. Schmidt aus der Not geboren, Dankeschön durch die Hosenträger, aber vorbei kommt der Spieler an mir nicht mehr, so Jürgen Patoka. Šopić. Branko Boskovic als Helfer im eigenen Strafraum, jetzt alle Rapid-Spieler in selbigen. Šopić die dritte, da hat sich Boskovic verschätzt, nichts passiert für Grün-Weiß. Faires Tackling von Guev. Nächste hohe Ball, aber keine Gefahr für Helge Payer, der bei Flankenbällen in dieser noch jungen Saison nicht immer den sichersten Eindruck gemacht hat. Das war ein Rutschduell der böseren Art, bei dem sich offenbar beide Protagonisten verletzt haben. Boskovic wird wohl in Kürze gelb sehen. So ist es. Und dann noch ein Hauch von Schauspielerei hinten nach, um zu untermalen. Na, das wollte ich doch gar nicht. Ich habe mir selbst auch wehgetan. Das tut man nicht. War guter Einsatz von Stefan Kling und den bezahlt er teuer durch das gestreckte Bein von Gegenspieler Bilic. Auf Andreas Rothmanns Signal, Stefan Kling auch wieder im Spiel. Ja, und Altach in dieser zweiten Hälfte, zumindest in den ersten 4,5 Minuten, bemüht wirklich mehr aktiv für das Spiel zu tun. Foul vor Abseits, die richtige Entscheidung von Thomas Brammer und daher Freistoß für die Altacher. Und so wie die Vorarlberger in der ersten Hälfte hingelangt haben, langen jetzt die Grün-Weißen zu. Da war das Foul. Und dann erst das Abspiel von Šopić im Fallen, daher richtig gesehen, Foul vor Abseits. 4-0 im Übrigen die Foulstatistik im zweiten Durchgang. Pro, wenn Sie so wollen, Rapid. Und Marco Saikkinen hat jetzt gezeigt, dass er in England auch zu einem der stärksten Kopfballspieler der zweiten Liga gezählt hat. Hofmann aus dem Fußgelenk auf Bilic. Also weder Mate Bilic noch Mario Basiner wirklich mit Torgefahr in diesen 51 Minuten ausgestattet. Sehen wir von den Beitschüssen ab. Es wäre doch eine gute Gelegenheit, den Turbo zu zünden und Erwin Hofer ins Spiel zu bringen, Herr Bakult. Tokic. Katzer auf Patoka und
Erster guter Einsatz von Bernie Winkler. So, vielleicht straft mich Basi da gleich mal lügen. Das war der mit Abstand beste Weitschuss von Rapid in diesem Spiel. Auch wenn er recht zentral auf das Tor von Andreas Michel kam. Bei aller Ehrenwert, wie Basina da die beiden Innenverteidiger der Altacher aussteigen lässt. Erste Ecke. Hofmann hat noch eine Eispackung zu Beginn der zweiten Hälfte bekommen, bekommt er bald Einsatzzeit. Jimmy. Kircher. Wie lange das bei Oliver Matle noch gut geht. Der kurbelt und kurbelt, bekommt aber praktisch keinen verwertbaren Ball als einzige echte Sturmspitze bei den Vorarlbergern. Aber für Modo Jane gilt wohl das Gleiche wie am vergangenen Sonntag. Mehr als 25 Minuten wird der noch nicht können. Das Spiel ist rasanter und interessanter geworden seit dem Wiederbeginn und das liegt eindeutig daran, dass die Altacher ihr Heil in der Offensive suchen. Ja, Daniel Grammann haben wir im Hintergrund noch kurz gesehen. Der wird der Nächste sein, der ins Spiel kommt. Das Leiberl schon an, noch Instruktionen. Herr Fernando Carreño, der ist schon gegen Ende der ersten Hälfte nicht mehr allzu rund gelaufen. Vielleicht erwischt es ja ihn. Interessanterweise der Mann mit den besten Zweikampfwerten aller Verteidiger in der Bundesliga. Und dann macht er solche Fehler wie am Sonntag. Michel, wer sagt da, der hat Probleme bei hohen Bällen. Matley, kein Abseits. Gegen Heikkinen. Ja, mit Stefan Klings Paradehaken. Čopić an der langen Ecke hätte Mario Bolter gelauert, aber dorthin kam die Kugel nicht. Basina gegen Carreño. Jetzt hat er den Uru zum zweiten Mal verladen, allerdings der Torschuss vorhin ist ihm besser gelungen. Buem, stark im Kopfballduell, da war auch noch ein Foul von Bilic dabei. Freistoß Altach und jetzt kommt es zum Wechsel und wie angekündigt, der nicht mehr fitte Fernando Carreño muss runter. Humpelstilzchen auf dem Weg zur Bank. Zweiter Einsatz dadurch für Daniel Grammann in der Bundesliga und das gleich gegen seinen erklärten Lieblingsclub gegen Rapid. Na bitte, da schlagen die Gene des Onkels so richtig durch. Und Toba, der so viele Zweikämpfe gegen Čopić vor der Pause gewonnen hat, jetzt wieder mal mit einem Foulspiel. Und so holt Rapid in der Foulstatistik kräftig auf. Ja, da war natürlich der Versuch, da den Ball zu treffen, allerdings dieses Vorhaben konnte Andreas Dober nicht in die Tat umsetzen. Čopić, abseits. Da war die
Abfrage von Assistent Manuel Schüttengruber längst oben. Naja, und da waren sie zu fünft in Abseitsposition. Auch Oliver Matle, der letztlich hier eingeköpfelt hat. Und jetzt kommt auch bei Rapid der Wechsel, den alle erwartet haben. Mate Bilic geht nach 56 Minuten runter. Erwin Hoffer kommt zu seinem Saisondebüt in der Bundesliga. 8 Einsätze, 8 Tore hat er ja insgesamt gemacht. Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft zwischen ihm und des Gegners Carsten noch im Admira-Dress. Ja, diesmal die Revanche. Šopić fault Dober und zieht dafür gelb. Damit zieht er mit seinen Sportskameraden Guem und Polter gleich. Ja, am linken Bildrand, Achtung, ohne Chance auf den Ball in die Kniekehle des Gegners. Also das Spiel nimmt nicht nur Fahrt auf, es wird jetzt mitunter auch ganz schön ruppig. Steffen Hofmann wird es freuen, er ist jetzt nicht mehr allein das Subjekt der Begierde. Also das Spiel kommt richtig auf Touren, das macht schon Lust auf mehr. Rapid können Sie, verehrte Fußballfreunde, schon am kommenden Sonntag wiedersehen bei Premiere Austria im Spiel der Spiele in Wien im 250. großen Derby gegen die Wiener Austria. Mario Tokic dabei natürlich die Reizfigur ab 16.40 Uhr gleich im Anschluss an Talk und Tore. Und die Altacher gibt es auch am Sonntag zu sehen, gleich anschließend ans Derby in der gepflegten Zweierkonferenz im Dialog. Also mehr Fußball geht wirklich nicht als Premiere Austria an diesem kommenden Wochenende von Freitag bis Sonntag zu bieten hat. Und apropos Tokic und Reizfigur, die Austria ist gewarnt. Mario Tokic hat in seinem ersten Spiel für die Austria gegen seinen damaligen Ex-Arbeitgeber GAK gleich ein Tor gemacht. Was heißt da, Steffen Hofmann ist nicht mehr Ziel der Altacher Attacken, Gegenbeweis. Ja, Bernd Winkler stellt sich da mal gleich rigoros vor. Das war mindestens gelb, Herr Prammer. Also der wird heute im Doppeldeckerbus einige blaue Flecken auf der achtstündigen Fahrt nach Wien mitbringen. Gibt es Elfmeter? Es gibt Elfmeter. Und ich denke, auch den kann man geben. Der erste Auftritt von Erwin Hoffer, zu Fall gebracht von Kai Šopić. Aber Šopić nicht mit der Höchststrafe, die würde hier gelb-rot bedeuten. Naja, er spielt den Ball und Hoffer macht das ausgesprochen geschickt. Oh oh, nehme alles zurück, Fehlentscheidung. Das war kein Strafstoß, Herr Doktor. Mario Basina mit der Chance auf sein erstes Saisontor in der Liga. Basina gegen Michel. Basina! Minute 61 und Rapid führt eigentlich wie durch den berühmten Blitz aus dem heiteren Himmel mit 1-0. Altach war in der Anfangsviertelstunde von Hälfte 2 klar die bessere Mannschaft. Und durch eine Fehlentscheidung. Wir schauen uns nochmal an.
Čopić eindeutig gilt die Attacke, den Ball, den trifft er auch und Hofer fällt dann nur noch drüber. Tritt sogar in Čopić Wade hinein. Oh je. Ja, die Stimmung jetzt natürlich auch ein wenig aufgeheizt. Die Rapid-Fans mit Freudengesängen. Die Altacher not amused. Foul von Haikinen an Guem. Da haben doch sehr viele den weiten Weg hier ins Ländle angetreten. Ein paar Vielreisende wohl auch dabei. Und Bender fasst es nicht und glaubt es kaum. Also mit dem zu Null wird es wieder nichts. Das hat nichts mit dem Altach-Trainer Manfred Bender zu tun. Ich darf Sie daran erinnern, Altach im Kalenderjahr 2007 ohne ein einziges Spiel zu Null. Auch bis jetzt haben Sie das Dr. Thomas Brammer zu verdanken. Hofer, ja, diesmal hat er sich noch überlegt, wieder zu Boden zu gehen. Aber um das zu relativieren, nicht auf dem ersten Augenblick in der Realzeit auch, dass dieser Elfmeterpfiff in Ordnung geht. Und Brammer hatte eine ganz andere Position. Nicht im Abseits, das hat er sehr geschickt gemacht gegen Cicchia. Ups. Und Daniel Gramann mit seinem ersten Torschuss in der Bundesliga. Allerdings in die falsche Richtung. In der ersten Viertelstunde der zweiten Hälfte wollte Altach forsch nach vorne spielen. Jetzt ist die Mannschaft wohl dazu gezwungen. Jetzt kann Rapid natürlich wieder mit diesem Ballgeschiebe ganz gut leben. Versucht damit die Altacher wieder rauszulocken und mit dem Steilpass jetzt natürlich den schnellen Erwin Hofer einzusetzen. Das Jimmy ist noch ein wenig erkennbar. Der linken Schläfe des Erwin Hofer. Das ist die rechte. Da ist's. Einsatz von Andreas Dober. Hofmann wieder versucht sich da Hofer an Cicchia vorbeizuschleichen, aber diesmal der Costa Ricaner sehr aufmerksam. Ja, wie mache ich den Altach-Fans jetzt noch etwas Hoffnung? Rapid hat auch beim letzten Aufeinandertreffen in diesem Stadion der beiden Mannschaften 1-0 geführt.
durch ein Tor von Willi Kavlak im Übrigen. Altach hat 2-1 gewonnen. Moskowitsch, ja, der rechte ist sein Gasfuß beim Autofahren. Bein von Toba im Gesicht von Oliver Matle. Etwas übereifrig, der ehemalige Altacher im Rapid-Dress. Hoch das Bein, treten sie rein. Ja, zwei Runde waren da zur Auswahl. Toba hat sich für das Falsche entschieden. Es gibt wieder Gelb. Und der Wrestler der Nation hat sich die auch mittlerweile schon redlich verdient. Mit gestreckten Beinen, zwar Richtung Ball, aber natürlich auch Richtung Basina. So viel zum Thema Übermotivation. Und jetzt haben schon eine Reihe von Alltagsspielern zwei gelbe Karten auf dem persönlichen Konto. Befreiungsschlag von Kajopic. Ja, als wirkliche Offensivvarianten hat Manny Bender noch Modu Jane oder einen Dursun Karatay auf der Bank. Einmal darf er noch wechseln, einen der beiden könnte er noch bringen. Bartok hat dazwischen, aber da ist ein Wickler. Gegen Heikkinen. Ja, da bringt er den Ball sogar noch zur Mitte. Polter, Ball am falschen Fuß, jetzt am richtigen. Doch im Augenblick dieser Flanke hat ihn offenbar nicht nur die Präzision, sondern auch der Mut verlassen. Jeden Sieger im Duell der Oldies gegen Kirchler. Da ist Modu Jain. Würde aber, denke ich, nur Sinn machen, ihn neben Matle in die Spitze zu stellen und dafür einen Mittelfeldspieler zu opfern. Gegen Toba, das alte Duell. Die Flanke war gut angetragen, aber gutes Stellungsspiel auch von Rapid-Kapitän Hieden. Rahman. King wieder auf Šopić. Šopić gegen Matle, das war zu wenig. Einen Strafstoß und das war zu wenig für Torgefahr. Jetzt gibt es böse Worte von Peter Backholt für Erwin Hofer, der da nach Ansicht des Coaches zu wenig Defensivarbeit verrichtet. Die haben gut lustig sein. 20 Minuten trennen Rapid vom möglichen ersten Auswärtssieg in dieser Saison.
Meter laufen von Basina. Der Costa Ricaner hat ihn da gar nicht gesehen, hat ihn nur Augen für den Ball. Wieder geht's über Šopić. Wolter überspringt ihm der Ball zu weit vom Fuß. Dann schickt Winkler Schmid da auf die Reise und der Ball ist noch im Spiel. Wieder Wolter, aber irgendwie planlos zum zweiten Mal schlägt er da eine Flanke in den Strafraum. Eine Flugeinlage von Andreas Dober, sehr spektakulär, und damit holt er einen Freistoß für sich und sein Team raus. Zuerst hat er den Gegner am Trikot gehalten, dann spürt er kurz das Schienbein an seiner Wade. Haltungsnoten 1A. Modu, Modu, Rufe im Schnabelholz, Vulgo Cashpoint Arena. Das hat auch seinen Grund, denn der Bursche aus Gambia wird in Kürze ins Spiel kommen. Abseits. Auch Schiedsrichterassistent 1, Christian Haudum, bislang ohne Fehl und Tadel. Sieht man mal ab von dieser Elferentscheidung. Ich denke, da hatte er bessere Sicht auf die Szenerie als sein Chef. Matley zu spät reagiert. Also jetzt doch eine recht deutliche Feldüberlegenheit der Altacher, allerdings die großen Torchancen, die sie in der ersten Hälfte aus Konterangriffen vorfanden, fehlen in Durchgang 2. Einzige Ausnahme der Kopfball von Chinchilla, der so hauchdünn daneben gegangen war. Jetzt kommt der Wechsel und wie angekündigt opfert Manny Bender natürlich einen seiner defensiven Mittelfeldspieler. Alexander Guem geht raus. Und der Raucher Modu Jane kommt rein. Naja, Guem, die wenigsten Ballkontakte aller Altacher, abgesehen von Oliver Matle. Und eine streng negative Zweikampfbilanz. Also der war eigentlich fällig. Und Daniel Gramann mit dem Michael Schrittwieser Lieblingswort auf den Lippen. Das beginnt mit F und hört mit K auf, nachdem er sich da erstmals auch in der Offensive bemerkbar gemacht hat. Also Kanada war nicht nur fußballerisch eine Reise wert für unsere Jungspunde. Da hätte Richard Trenkwalder seine Freude. Modu Jain gebremst von Tokic. Und unser Katzer, ich habe doch hier den Ball gespielt, das hat er wohl auch, allerdings nicht nur. Jo. Weiß und zweimal gelb. Letzteres bleibt Katzer erspart. Šopić, Ball nicht mehr im Spiel, laut Ansicht von Christian Haudum. Naja, Entscheidung über 50 Meter, wollen wir es ihm glauben.
Aber wir prüfen das natürlich nach. Also das war auch eine Fehlentscheidung. Das konnte der Assistent gar nicht sehen, da Šopić völlig in seiner Sicht war. Hofer. Der Einsatz von Winkler. Wir sind längst in der Rapid-Viertelstunde angekommen, die ja wieder in Mode ist. Späte Tore gegen Innsbruck, späte Tore gegen Rubin Kazan. Jeweils zu Hause gelingt da auswärts auch noch einer. Markus Katzer vorläufig mal nicht. Also 23 sind noch gekommen in der Pause, 7.100 plus diese 23, jetzt die offizielle Zuschauerzahl. Ja, Modo Janes Einsatz unbelohnt. Natürlich haben es die Altacher jetzt schon sehr eilig. Peter Packold wird in Kürze auch noch mal wechseln, mit Korkmaz macht sich bereit für seinen Einsatz. Da kann einem ganz schön schwindlig werden, wenn Manuel Schmidt so in die Höhe steigt. Für den heißt es ja auch schon aufpassen. Einer von vier Altachern mit gelber Karte. Aber so übertrieben war dieser Einsatz, denke ich, gar nicht. Korkmaz kommt und der einzige Torschütze des heutigen Abends so weit geht. Und der hat einen weiten Weg bis zum Spielfeldrand, Mario Basina. Und möchte jetzt auch ganz und gar nicht sprinten. Oh, jetzt kommt Thomas Brammer hinten nach. Und der läuft wesentlich schneller als Basina. So, Wechsel vollzogen, wieder eine Minute von der Uhr gekratzt. Basina, ein Treffer bei Elfmeter, 5 Torschüsse, 3 Torschussvorlagen. Vielleicht sein bestes Spiel in der Bundesliga in dieser Saison. Diesmal Heikkinen durchgetreten, auch Richtung Ball und Gegenspieler. Dober. Jetzt könnte natürlich Korkmaz, der so etwas wie eine hängende Spitze gibt, gemeinsam mit Hofer die Schnelligkeit zum großen Vorteil von Rapid nützen, was die Konterangriffe betrifft. Winkler, Kirchler, aber da kennen wir ihn schon zu gut. So an der Strafraumgrenze, er sucht nicht wirklich den direkten Weg zum Tor, nimmt kein Risiko und meistens ist dann die Chance sehr schnell dahin. Roland Kirchler muss jetzt weiter in die Offensive gehen, soll sich nicht so weit fallen lassen. Klare Anweisungen von Manni Bender an der Seitenlinie. Aber natürlich kann Kirchler diesen Boskovic auch nicht völlig allein dastehen lassen. Korkmaz wuselt sich in den Altacher Strafraum und holt eine weitere Rapid-Ecke heraus. Es ist
die insgesamt vierte. Und jetzt geht Rapid überhaupt kein Risiko mehr. Weder Tokic noch Hieden gehen da mit bei diesem Eckball. Patoka sehr wohl. Der hat zumindest den Ball hier noch eine Trockenrasur verpasst. Kramann hält auch nicht mehr allzu viel in der eigenen Hälfte. Schmidt. Auf Bernd Winkler, der ist zu steil. Verfolgt von Katza, der wieder recht ungestüm, aber erfolgreich. Korkmaz 3 gegen 3, wenn es schnell geht. Geht nicht schnell genug. Hofmann. Und den Ball am falschen Fuß. Und jetzt gibt es Einwurf auch für die Vorarlberger. Gelöst von Korkmaz, aber dann geht Boskovic den Ball nicht entgegen. Somit Ballverlust. Modo Jain mit einem für die Galerie, allerdings nicht für das Angriffsspiel seiner Mannschaft. Ja, Vorteil. Hofmann. Korkmaz ist völlig frei, was macht er draus? Nur mal Kramann vor sich. Ah ja, herzlich wenig aus dieser Möglichkeit gemacht. Mit. Ja, hier das gleiche Bild, Čopić müsste den Ball entgegengehen, macht es nicht und daher konnte Andreas Dober eingreifen. Irgendwie schwinden beiden Teams jetzt auch schön langsam die Kräfte. Wir hatten Kaiserwetter in Vorarlberg und hier auf dem Rasen gefühlte 35 Grad zu Spielbeginn, so hat die tiefstehende Sonne dann noch runtergeknallt. Obers Flanke wird noch gefährlich, weil sich der Schmidt ordentlich verschätzt hat. Und dann wieder mal Markus Katzer mit dem Maschinenfuß. Nix mit Entscheidung. Macht er technisch gut, der Markus Katzer. Allerdings der Abschluss nicht wirklich gefährlich. Und Kaya souverän bei diesem Zweikampf mit Oliver Matle. Chinchilla zwar Zweikampfsieger gegen Korkmaz, aber auf Kosten einer weiteren Ecke. Ein ähnlicher hochspringender, auch aufspringender Ball im Strafraum. Diesmal allerdings durfte ja der entscheidende Defensivspieler mit den Händen zupacken. Im Gegensatz zu Manuel Schmidt auf der anderen Seite. Boskovic, jetzt kann er es mit dem starken Linken. Hofmann Hoffer wieder im Grenzbereich da vorne, kein Abseits, aber natürlich ein ungleiches Duell. Vor kurzem noch Kumpels, jetzt Gegenspieler Daniel Kramann, Kopfball, Zweikampfsieger gegen Erwin Hoffer.
vier, fünf Rapidler bleiben da hinten bei diesem Eckball. Nichts mehr anbrennen lassen, die Devise von Bakult und Co. Jane, der muss noch ein wenig Kraft in den Beinen haben, auch wenn er nicht voll fit ist. Gut durchgesteckt auf Winkler, aber was macht der? Beide Flanken offen, unglaublich. Keine Übersicht, naja, schon lange kein Bundesligaspiel mehr gehabt. Čopić links, Kirchler rechts, völlig frei gewesen. Und Winkler hat sich für die schlechteste Variation Richtung Oliver Matle entschieden. Nächster Zweikampferfolg für Gramann gegen Hofer. Kling hält den Ball im Spiel. Dober. Abseits mit Korkmaz, Altach läuft die Zeit auf und davon. Kitschia auf Birkler. Immer wieder Hieden gegen Kirchler und dann Oliver Matle verkehrt zum Tor stehend, nicht in der Lage, aus diesem Ball von Modu Jain noch was zu machen. Wolter, was macht Michel? Ja, und Hofer macht das einzige richtige, Zeit schinden. Erinnern Sie sich noch an die Foul-Statistik nach 45 Minuten, die lautete Altach 15, Rapid 8, wir schreiben Minute 89 und jetzt hat Rapid in dieser Wertung mit 24 zu 23 die Führung übernommen. Kein Handspiel von Korkmaz, zumindest laut Ansicht von Christian Hautum, der mit Vordauer des Spiels doch einige seltsame Entscheidungen getroffen hat. Oder nicht getroffen hat. Ja, bleibt dabei. Die einzige wirklich hochkarätige Torchance der Altacher war der Kopfball von Chinchilla und wenn das kein Handspiel ist, er haut um 1,5 Meter vor dem Schiedsrichterassistenten passiert. So, die offizielle Spielzeit geht zu Ende. 4 Euro Trinkgeld in Form von Minuten gibt Thomas Brammer. Jetzt auch der optische Beweis für die Nachspielzeit. Michel jetzt als Quarterback seines Teams. Na klar, nur noch weit hoch nach vorne. Vorteil, 3 gegen 2, wenn Rapid jetzt was draus macht. Hofmann, der kann was draus machen. Hoffer, der könnte es auch. Hoffer, naja, so nicht. Rapid hält das Spiel am Laufen, obwohl Branko Boskovic da schmerzverkrümmt auf dem krummen Rasen mit der Cashpoint Arena liegt. Wäre das Mate Bilic, würde ich sagen, klassischer Fall von Zeitschinden, aber das war schon eine unangenehme Attacke von Bernd Winkler. Also Schauspielerei ist das sicher nicht. Hat sich da der Ball versprungen? Ja, allerdings von der Zehe
Und zwar der großen Rechten des Erwin Hofer. Kein Platzfehler. Rapid kann noch einmal wechseln. Mario Sara ist auch schon hurtig aus der Ecke angeflogen gekommen, um Trainingsleiberl mit Matchdress zu tauschen. Und sich ganz artig wieder das Aufwärmleiberl drüber zu ziehen. Also wohl nur eine Sicherheitsvariante. Immerhin hat diese Aktion von Branko Boskovic jetzt 1,5 Minuten gedauert. Gar so schlimm kann es beim Montenegriner auch nicht sein, denn er möchte jetzt gleich wieder zurück ins Spiel, muss dazu allerdings bis zur Mittellinie mitkommen. Šopić. Kirchler. Na, schlechte Flanke. Die fehlende Präzision der Altacher bei den hohen Bällen in den Rapid-Strafraum auch ein Kriterium am heutigen Abend. Entweder viel zu weit in den Torraum gezogen oder einfach planlos in die Mitte geschlagen. Erwin Hofer gibt nochmal seine Visitkarte ab. Offiziell werden wir in der letzten Minute der angesagten Nachspielzeit. Andreas Michel hält die Chance der Altacher auf einen Punkt noch am Leben. Allerdings sehr groß ist diese Chance nicht mehr. Šopić vorbei an Dober, aber wieder eine Hauruck-Flanke. Der Gourmet würde das weder Fisch noch Fleisch nennen. Peter Packholt bringt sein Fleisch wieder in Bewegung und verlangt nach einem Wechsel. Thomas Brammer hat gar nicht mal rüber geschaut. Naja, eine Minute soll es jetzt noch oben drauf geben auf die 4. Durch die Behandlungszeit von Branko Boskovic. Aber Altach bringt sich selbst wohl um die letzte Möglichkeit eines Angriffes. Jetzt gibt es den Wechsel, aber es geht nicht Boskovic, sondern es geht Steffen Hofmann. Und ich bin mir sicher, jetzt gibt es wieder einen donnernden Applaus von den Rapid-Fans. An 12 von 19 Rapid-Torschüssen war der Deutsche beteiligt, 4 da selbst abgefeiert. 80 Ballkontakte, die meisten aller Spieler auf dem Platz. 63% gewonnene Zweikämpfe. Hut ab vor Steffen Hofmann, der, wie gesagt, mit vielen blauen Flecken nach Wien zurückkommen wird. Und Mario Sara, der Ex-Altacher, darf hier auf nicht unvertrautem Terrain auch noch ein paar Sekunden mittun. Fünfeinhalb Minuten über die Zeit, also dieser Wechsel Sara für Hofmann nochmals 30 Sekunden. Modo Jain nochmal Kopfballsieger, aber jetzt wird es wohl gar sein, das Vorarlberger Menü des österreichischen Rekordmeisters Rapid Wien. Und Finish. Der erste Auswärtssieg von Rapid in dieser Saison ist perfekt. Durch das Tor von Mario Basina aus diesem mindestens umstrittenen Elfmeter nach Ansicht der Zeitlupe bleibe ich dabei. Fehlentscheidung. Altach hat in Hälfte 1 die Chance des Elfers durch Carsten Hutwelker ausgelassen. War in Hälfte 2 die spielbestimmende Mannschaft, kam aber zu keiner wirklichen Torchance, abgesehen von jener durch Pablo Cicilla. Und Rapid hatte im Konter in dieser Schlussphase noch 2-3 gute Möglichkeiten, das Ergebnis sogar noch auszubauen, aber 1-0 bringt auch 3 Punkte. Und der 2-1-Erfolg vom vergangenen Sonntag
der Altacher, wohl nur eine Momentaufnahme. Rapid tankt Selbstvertrauen vor dem 250. großen Wiener Derby am kommenden Sonntag. Und mit 3 Punkten im Gepäck wird auch die Rückfahrt im Doppeldeckerbus richtig Spaß machen. Manni Bender wünsche ich, dass viele seiner vielen Verletzten in der nächsten Zeit zurück in den Mannschaftskader kehren mögen. Für das, dass diese Mannschaft eigentlich am Limit fährt, hat sie sich heute sehr tapfer geschlagen. Und Andreas Michl hätte beinahe das 1:0 der Altacher im Kalenderjahr 2007 festgehalten. Das Elfergeschenk konnte er nicht verhindern. Rapid verabschiedet sich artig von den mitgereisten Fans, klettert in der Tabelle jetzt auf Rang 5, überholt damit die Austria und das bei einem Spiel noch im Talon. Tja, nach diesem Elfmeter von Basiner hat Altach keinen einzigen wirklichen Torschuss mehr auf das Gehäuse von Helge Payer abgegeben. Daher auch die Torschussbilanz positiv für Rapid, vor allem bei den Schüssen, die auch wirklich aufs Tor gekommen sind. Fallstatistik habe ich Ihnen schon angekündigt. Rapid mit verbissenen Zweikämpfen, nachdem die Altacher etwas mutiger wurden nach der Pause, richtig dagegen gehalten. Bei der Ballbesitzstatistik konnte Altach ein wenig aufholen, vor allem aber bei den Zweikämpfen. Es war eine lange Zeit recht unterhaltsame zweite Hälfte, auch wenn die großen Strafraumszenen, die packenden Szenen hier gefehlt haben. Eine hat Thomas Bramer gepackt und da hat er den verhängnisvollen Fehler gemacht, auf Elfmeter für Rapid zu entscheiden. Das war's von Ihrem Kommentator, einer, der einen Elfer gehalten hat. Der ist der erste Gesprächspartner von Gerhard Krabat. Schon wieder 0 gespielt, dieser Helge Payer. Heute sogar einen Elfmeter gehalten. Warum waren Sie der Sieger in dieser 1:1-Situation, 1-gegen-1-Situation? Sie leider nicht verstanden. Warum waren Sie der Sieger in dieser Elfmetersituation heute gegen Hutwelker? Ja, das ist bei einem Elfmeter, hat der Tormann nie was zum Verlieren. Der Schütze muss das Tor machen. Da hat es der Tormann ein bisschen leichter, obwohl es der Schütze schwieriger hat. Dennoch auch jetzt ein Zeichen von neuem Selbstvertrauen bei Ihnen nach den letzten Leistungen, Stichwort Kasan zum Beispiel? Ja, natürlich. Wir haben aber jetzt noch nicht viele Spiele gespielt. Ich habe bis jetzt meine Leistung gebracht. Bis vielleicht auf ein Tor. Aber ja, so ist das Leben. Manchmal geht es bergauf, manchmal bergab. Jetzt geht es halt ein bisschen bergauf. Wo stehen Sie denn am Weg wieder zurück an die Spitze? Ich stehe einfach dort, wo ich, keine Ahnung, die Frage ist schwer zu beantworten. Ich freue mich einfach, dass ich meine Leistung wieder bringe und das reicht mir. Heute sind Sie auf alle Fälle richtig gestanden. Wir müssen aber auch über die erste Hälfte sprechen. Warum war Rapid da so ganz und gar nicht sattelfest? Ja, wenn wir in Altach, erstens tun wir uns da immer sehr schwer. Aber es ist halt so, Rapid muss da gewinnen und Altach kann von hinten eigentlich relativ locker aufspielen. Und das ist der leichte Vorteil für Altach gewesen. Aber wir haben es Gott sei Dank mit einer kämpferischen Leistung wie in Kasan über die Bühne gebracht. Welchen Impuls könnte das bringen schon fürs Wiener Derby am Sonntag? Ja, wir haben jetzt schon ein richtiges Selbstvertrauen, kann man sagen. Aber Impulse, Austria sollte man auch gewinnen, dann schaut das ganz gut aus. Wie viel erträglicher macht es dieser Sieg jetzt die Heimreise, 7-8 Stunden im Bus? Ja, also wenn man verliert, ist das sehr, sehr unerträglich, das ist richtig. Aber natürlich mit einem Sieg nach Hause fahren, ist die Stimmung sicher ein bisschen besser. Danke. Die Schlüsselszene dieser Partie, Kai Šopić gegen Jimmy Hoffa. Elfmeter, ja oder nein, das ist die große Frage. Schiedsrichter Bramer hat gepfiffen und Mario Basiner hat Rapid zum 1:0-Sieg in Altach geschossen. Bei mir, bei Andi Herzog und mir ist der Altach-Trainer Manni Bender. 0:1 verloren zu Hause gegen Rapid. Jetzt kann man gegen Rapid zu Hause verlieren. Wie sehr ärgert Sie die Art und Weise? Ja, ich glaube, dass der Sieg nicht verdient war. Also wir hätten ja mit Sicherheit einen Punkt und das Spiel vor allen Dingen in der ersten Halbzeit locker zu unserem Gunst entscheiden können. Andi Herzog, ebenfalls der Meinung von Manni Bender? Ja, Rapid war tonangebende Chancen hat Altach gehabt. Also erste Halbzeit haben sie 200-300%ige Möglichkeiten gehabt. Rapid eben nur mit Schüssen gefährlich oder wenn es überhaupt gefährliche Schüsse waren. Sie haben halt den Torhüter getestet, der war heute sehr sicher. Und dann hat natürlich der Elfmeter das Spiel entschieden. Der Hutwelker hat in der ersten Halbzeit vergeben.
und der Basin hat ihn verwertet. Das war der Unterschied heute. Schauen wir uns diese Schlüsselszene gleich noch einmal an. Zunächst der Freistoß für Rapid, schnell abgespielt, und dann die Attacke von Šopić an Hofer. Zu Recht oder zu Unrecht Elfmeter, Adi Herzog? Ja, zuerst muss man natürlich, wenn der Freistoß schnell abgespielt wird, muss man einen Stürmer wie Jimmy Hofer enger decken. Da muss man aufpassen. Und wenn ich erste Halbzeit einen Elfmeter für mich bekommen habe, muss ich mit jeder Grätsche im Strafraum aufpassen. Den Elfmeter, so wie erste Halbzeit, kann man geben, muss man aber nicht geben. Aber wenn erste Halbzeit schon einer für mich war, dann muss man halt aufpassen. Und der Jimmy ist halt ein Spieler, der extrem schnell ist, sehr explosiv ist. Ich glaube aber trotzdem, dass der Šopić ein bisschen den Ball berührt hat und dann den Gegner auch. Also man muss ihm nicht unbedingt pfeifen. Meine Bänder, wie haben Sie die Situation gesehen? Ja gut, diese Situation, wo der Stürmer vom Tor wegläuft, ja, und da darf man einfach nicht so hingehen. Ja. Das war taktisch nicht sehr clever vom Šopić. Also kann man geben? Ja, man, es ist klar, man ist so, wie es der Andi gerade gesagt hat, ja, wenn es vorher für uns einen Elfer gegeben hat, dann muss man halt aufpassen im eigenen 16er, ja, weil der Schiedsrichter, der hat ja schon das ganze Spiel bei uns, bei jeder Kleinigkeit ein Gelb gegeben, und bei uns, wenn wir Konterchancen gehabt haben, dann haben die Fouls gemacht und hat er kein Gelb gegeben, also da muss man da halt vorher ein bisschen cleverer sein und halt auch aufpassen. Ja. Hat den Alltag an Andi Herzog heute einfach die Cleverness gefehlt? Ja, und die Abgezocktheit vom Tor. Ich glaube, dass die routiniertere, die reifere Mannschaft gewonnen hat, weil sie eben die eine Chance, die sie gehabt haben, die hundertprozentige Chance, dann genutzt haben. Nach dem Tor habe ich ehrlich geglaubt, dass Rapid das Spiel deutlicher gewinnen wird, weil dann Alltag noch mehr riskieren muss. Aber dann waren eben zwei, drei wichtige Spieler wie Boskovic oder Hoffmann schon ziemlich platt von den letzten anstrengenden Wochen. Das hat man gesehen, und Alltag hat bis zur letzten Minute gekämpft, aber dann auch nicht mehr so wirklich die Chancen herausspielen können. Aber die Entscheidung hat eben heute Mario Basiner gebracht, und der steht jetzt live bei Gerhard Grabert. Mario Basiner als Goldtorschütze hier in Alltag. Mario, war es für Sie klar, dass Sie sich den Ball holen und den Elfer reinmachen? Ja, das war sicher sehr wichtig für mich auch, für mein Selbstvertrauen, ein erstes Tor zu schießen. Und ich muss zum Stefan auch bedanken, er hat mich gelassen, dass ich schieße diese Elfer. Und Gott sei Dank, ich habe getroffen, das war sehr wichtig für die ganze Mannschaft vor Derby am Sonntag, ein Sieg. Und wir sind auf einem richtigen Erfolgskurs und hoffentlich bleiben wir so. War diese Leistung von Ihnen heute und der verwandelte Elfmeter auch eine kleine Antwort auf die Kritiker in den letzten Wochen, die wieder hervorgekommen sind? Ja, ich habe nicht gewusst, dass es so viele Kritiker, aber weißt du, ich spiele immer klar für Mannschaft, und meine eigene Leistung ist nicht so wichtig. Immer ist wichtig, dass Mannschaft gut funktioniert und so. Und ich habe heute sehr gut funktioniert. Hinten habe ich zu null schon zweites Spiel gespielt, und nach vorne haben wir immer mehr und mehr bewegt. Aber war der Sieg überhaupt verdient? Denn Alltag hat ja doch sehr gute Möglichkeiten, auch den Elfmeter und eine Riesenchance in der ersten Hälfte. Sicher, das Alltag hat Elfmeter gehabt, aber ich glaube, dass wir haben viel mehr vom Spiel gehabt, vielleicht nicht so viele Torchancen gehabt, aber spielerisch und so. Ich glaube, dass wir waren überlegen in jedem Element in diesem Spiel, und für mich war der Sieg ganz verdient. Wie wichtig war dieser Sieg auch im Hinblick darauf, dass dieses blöde Wort Auswärtsschwäche nicht wieder Einzug hält in Hütteldorf? Sicher, das war wichtig, dass wir haben endlich auswärts gewonnen. Mit diesem Programm, was wir haben, wir spielen fast jeden zweiten, dritten Tag, ist sicher nicht einfach, so weiter zu spielen, und sicher auswärts ist, man hat viel weniger Möglichkeit, Druck zu machen und so, aber ich habe heute gezeigt, dass wir auch auswärts ganz stark. Schöne Busfahrt, danke. Danke. Ciao, Papa. Ja, durch das Tor von Mario Basiner siegt also Rapid hier in Alltag, aber Andi Herzog, die Leistung von Rapid war nicht berauschend. Lag das eher am Spiel von Alltag, an der Mannschaft von Mani Bender oder an der Mannschaftsleistung von Rapid? Ja, man weiß ja, dass die Altacher sehr leidenschaftlich Fußball spielen. Und wie ich zuerst gesagt habe, Rapid hat versucht, das Spiel zu kontrollieren. Ich bin ein bisschen anderer Meinung. Ich muss sagen, wenn man auswärts gewinnen will, muss man schon in der Offensive in die Räume reingehen und muss da Laufduelle suchen. Und das ist mir bei Rapid in der ersten Halbzeit überhaupt nicht vorgekommen. Und so kann man auch nicht absolut torgefährlich werden. Und dann sind sie eben zu einer Torchance gekommen, zu einem Elfmeter, und den haben sie eiskalt ausgenutzt. Und das war dann auch der Sieg. Ihre Mannschaft, Mani Bender, hat die Chance eines Elfmeters ausgelassen in der ersten Spielhälfte. Carsten Hutwelker, der so gut gespielt hat bisher, hat diesen Elfmeter ausgelassen, hat dann Helge Peier seinen Meister gefunden. Sie haben ihn dann rausgenommen zur Pause. Wegen dieses Elfmeters? Nein, oder? Das war nicht wegen dem Elfmeter, aber wie man ja weiß, die Vorgeschichte vom Carsten kennt man ja. Und drei Spiele oder zwei Spiele in einer Woche. Ich habe schon nach den ersten drei, vier Ballkontakte habe ich schon gemerkt, dass das, ich glaube, nicht so ein krasses Spiel wird, weil Bälle versprungen sind, und da habe ich schon gemerkt, hoppala, der ist
Er ist ein bisschen müde und ich hab schon ein bisschen ein schlechtes Gefühl gehabt, wo er zum Elfmeter geht. Aber wegen dem Elfmeter bin ich nicht raus. Herzlichen Dank, Manni Bender. Ich glaube, mit der Leistung Ihrer Mannschaft können Sie durchaus zufrieden sein. Aber Sie haben den Schiedsrichter kritisiert, Thomas Brandmar. Und der steht jetzt live bei Gerhard Grabert. Ja, der steht bei mir und wir würden uns auch sehr gerne noch einmal diese Elfmeterszene anschauen. Den Zweikampf Kai Šopić gegen Jimmy Hoffa. Dann kann Thomas Brandmar hier seine Stellungnahme abgeben. Wir sehen hier den Zweikampf. Hoffa am Ball. Šopić kommt, trifft ihn und den Ball eher nicht. Was sagen Sie? Ja, man sieht, dass die Attacke klar zum Gegner geht und dass der Spieler Šopić den Ball nicht spielt und daher aus meiner Sicht ein klarer Strafstoß. Das heißt, richtige Entscheidung von Ihnen in diesem Fall? Die Fernsehbilder bestätigen in diesem Fall meine Entscheidung auf dem Spielfeld. Dankeschön. Danke. Ja, Manni Bender bleibt noch bei uns, kein Problem. Peter Bakult ist auch da, der Rapid-Trainer. Kommen Sie bitte zu uns. Ein Wiedersehen von Ihnen beiden heute. Leichtes Foul an Andi Herzog gleich zu Beginn. Ich habe nicht aufgepasst, ich habe nicht gewusst, was er sagt. Okay, gut. Ist, glaube ich, besser. Ein Wiedersehen heute. Sie hätten es sich wahrscheinlich ein bisschen anders vorgestellt, oder? Ja, ich glaube, wir haben es die Rapidler schwer gemacht. Also ich muss noch ein Kompliment an meine Mannschaft machen. Wir haben, glaube ich, Rapid alles abverlangt. Und wenn wir ein bisschen cleverer gewesen wären in der ersten Halbzeit, dann, glaube ich, hätten wir sie noch mehr in die Bredouille bringen können. Peter Bakult, war es heute das erwartet? Schwierige Auswärtsspiel hier in Altach. Im Vorjahr hat ja Rapid hier zweimal verloren. Selbstverständlich war es schwierig, denn man darf nicht vergessen, wir haben den ganzen Juli schon durchgespielt im Dreitagesrhythmus, haben eine lange Reise gehabt, sind am Montag erst um 4 in der Früh aus Kasan zurückgekommen, gestern wieder eingestiegen, mittags in den Flieger daher. Und natürlich, aber wir haben, glaube ich, erste Halbzeit ganz, ganz clever gespielt, ruhig, haben versucht, den Ball in der Mannschaft zu lassen. Und ja, unterm Strich muss ich sagen, sind wir mit den 3 Punkten natürlich sehr zufrieden. Schauen wir uns die beiden Schlüsselszenen dieser Partie noch einmal an. Schauen wir uns noch einmal den Elfmeter aus der ersten Spielhälfte an, in der 33. Spielminute. Ein Foul von Markus Katzer an Manuel Schmidt. Kann man diesen Elfer geben, Peter Bakult? Gut, man muss das genauer sagen, der Schiedsrichter gibt ihm und damit. Naja, braucht man nicht reden. Also Elfmeter, Manni Bender, auch für Sie klarer Elfer. Ja, man, erstmal ist immer Elfmeter, wenn er pfeift, aber erstens, glaube ich, fahrt ihm hinten in die Beine rein und dann zieht er ihn, glaube ich, noch ein bisschen runter. Also. Aber dann hat er noch einmal gepfiffen, der Schiedsrichter Thomas Brandmar, und das war dann im Prinzip die Entscheidung in diesem Spiel. Wir schauen uns noch einmal die Situation an. Kai Šopić gegen Jimmy Hoffa. Peter Bakult hat die Situation noch nicht gesehen. Wie beurteilen Sie diese Attacke von Šopić an Hoffa? Manni hat es gerade richtig gesagt. Schiedsrichter Pfiff und damit ist er auf Meter. Und ich denke auch, wir haben den Freistoß sehr clever gespielt. Altach hat da Sekunden nicht aufpasst gehabt. Steffi überreißt es, dass sich der Jimmy sehr gut löst. Spielt er mal ideal eine und die Attacke von Šopić ist sicher nicht glücklich. Und Schiedsrichter gibt zu Recht auf Meter. Und Mario Basina hat sein erstes Saisontor erzielt in der Bundesliga für Rapid. Auch ein Zeichen dafür, Andi Herzog, dass er wieder Selbstvertrauen hat. Er hat sich den Ball geschnappt. Ja, ich glaube, heute hat er gute Aktionen gehabt. Er hat sich, am Ball war er sehr sicher, hat ein paar Abschlüsse gehabt. Anfang zweiter Halbzeit auch eine Schussmöglichkeit. Und den Elfmeter da souverän verwandelt. Und dass er ausgezeichneter Fußballer ist, das weiß man. Manchmal muss er vielleicht noch ein bisschen mehr explosiver fahren sein, aber der Typ ist er halt nicht. Und das kann man jetzt nicht unbedingt dann von ihm verlangen, aber im Auswärtsspiel wäre es manchmal ganz wichtig. Manni Bender, ich möchte Sie jetzt nicht ausladen aus unserer Runde, aber wenn Sie wollen, können Sie gerne hierbleiben. Ansonsten warten mit Sicherheit die Kollegen der anderen Medien auf die Interviews. Herzlichen Dank, Manni Bender und Peter Bakult. Wir sollten noch ein bisschen über die Leistung von Rapid in der ersten Spielhälfte reden. Warum waren die Altacher da eindeutig die bessere Mannschaft? Ich sehe jetzt nicht so. Also dann war ich jetzt auf einem falschen Spiel. Ich habe es vorher schon betont. Wir haben sehr clever gespielt, Altach oder sehr ruhig. Altach ist hinten gestanden, hat auf die Fehler von uns gewartet. Und man darf jetzt nicht verkennen, ob eine Mannschaft auf Fehler wartet und dann mit ein, zwei Pass noch vorkommt. Schaut immer optisch eh aus und dann hast du auf einmal, der Gegner war klar besser. Also es wäre fast ins Auge gegangen, oder? Es wäre, natürlich wäre es fast ins Auge gegangen durch den Elfmeter, aber trotz allem hat die Mannschaft immer wieder versucht, den Ball in die eigenen Reihen zu halten mit einer guten Bewegung. Aber natürlich hat das ganz nach vorne, haben wir sie nicht so ganz klar durchgespielt.
spielen können, aber trotz allem würde ich sagen, haben wir erste Halbzeit auch so gespielt, wo man es vielleicht oft für eine Auswärtsmannschaft erwartet. Natürlich ist Alltag nicht diese oder kann Alltag aufgrund ihrer Probleme jetzt im Moment den Gegner vielleicht nicht so unter Druck setzen, aber wenn ich sage, Alltag spielt zu Hause und lässt sich zurückfallen bis zum Mittelgras oder bis zum Mittelauflauf, dann kann man ja Rapid nicht die Schuld geben und sagen, wir haben jetzt schlecht gespielt, sondern wir haben wirklich versucht, Ruhe ins Spiel zu bringen. Optimistisch fürs Derby und es geht aufwärts bei Rapid. Kann man das so zusammenfassen? Gut. Warum aufwärts? Also, ich meine, wir haben jetzt keinen Negativlauf gehabt. Nein, eben, weil sie sagen, es geht aufwärts, sondern es geht jetzt von, der, von der Tabellensituation aufwärts. Weil also. Es ist natürlich immer, Entschuldigung, dass ich noch ausrede, aber das ist natürlich immer schlecht, wenn der erste vier Spiele hat und wir am Arsch spielen und du hängst natürlich immer hinten nach. Ich wünsche Ihnen eine gute Heimfahrt, dauert ein wenig. Herzlichen Dank, dass Sie noch bei uns waren. Herzlichen Dank, Andi Herzog. Das war also eine packende Partie. Alltag gegen Rapid, da ist immer was los. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams. Wiederschauen aus Alltag.